Ja, also die 13. Hamburger Dokumentarfilmwoche ist der Grund, warum wir uns hier treffen. Und es gibt eine Neuaufführung eines Films, der schon 30 Jahre, glaube ich, nicht zu sehen war. Und du, Bernhard, hast damals an diesem Film mitgearbeitet. Was war das für eine Situation? Ich habe, wie man heute so sagen würde, den Alphonse gespielt, der mit dem Moschemikrofon da durch die Gegend rennt. Und ich habe dann quasi den Ton aufgenommen. Der wurde getrennt von der Aufnahmespur. Und so kam eigentlich der Film dann zustande. Das Haus von Hannes ist ein Museum. Das heißt, da kann man schlecht durchgehen? Kann man wirklich schlecht durchgehen, ja. Da muss man vorher die Wege zwei, dreimal blind machen oder einer muss hinten vorsichtig führen. Aber es ist irgendwo, es hat hingehauen. Wir haben es hingekriegt. Also jetzt ist ja Hanne Darboven sozusagen die Top-Künstlerin der Republik, quasi posthum. Also es hat ja niemand so eine Ausstellung in der Kombination wie Hanne jetzt mit dem Haus der Kunst in München gehabt, auf dem Plakat, gleichzeitig Bundeskunsthalle. Das hat ja nie jemand sowas überhaupt gehabt. Wie erklärst du dir denn irgendwie diesen kometenhaften Erfolg von jemandem, den wir so eigentlich doch so ein bisschen hemdsärmlich und normal kennengelernt haben? Ja, kometenhaft kann ich so nicht sagen. Ich kenne Hanne ja eben noch damals, wo wenig Geld da war. Berühmt wurde sie eben durch ihre großen Arbeiten, denn Hanne war keine Künstlerin, wenn man sich vorstellt, ich nehme ein Bild, das ist ein typischer Hanne und hänge mir an die Wand. So was gab es nicht. Deswegen auch der Name Konzeptionskunst. Man sagt, sie hätte 450.000 Blätter beschrieben oder gezeichnet oder wie teilweise auch immer. Zeichen, ja, so, genau. Ja. Und da ja auch mit Fotos, Collagen gemacht drum und dran. Und das eine Arbeit, die hat allein fast 10%, also 45.000 Blatt, das glaube ich, die Schreibzeit oder so was. Ich kenne die Titel nicht mehr alle. Also die waren immer nur am Arbeiten. Man hörte plötzlich in den Zeitungen, haben plötzlich Interviews gesehen und ich wusste, in der Deichtorhalle wieder Ausstellungen waren oder als der Leo Castelli, der ein berühmter Galerist in New York hergekommen ist, der sehr prodigiert hat. Das waren, da hat man gemerkt, da kommt was in die Gänge. Aber eben für wieder normal, in die Gänge? Wie ja, das wir sind in Gänge, wo wir hier heute sind. Ja. Prost, Bernhard. Ja, da, auf die alte Zeit. Ne? Ja. Wir hatten kein Storyboard, wir hatten gar nichts, sondern einfach nur die Ideen von Hanne, die sie uns so übermittelt hat. Und dann sind wir losgezogen, respektive der Kameramann, und hat dann eben gefilmt. Und hinterher wurde dann der Film im Endeffekt ja, zusammengeschnitten. Heute ist der Film ja ein bisschen kürzer aufgeführt worden. Also es war so eine Dreiviertelstunde, würde ich mal sagen. Auf der 13. Hamburger Dokumentarfilmwoche ist kein einziger Zuschauer weggegangen, was mich also wirklich beeindruckt hat, weil der Film ist ja doch sehr streng.
und sehr durchdacht, sehr konzeptionell. Wobei man das Konzept selber, was hinter dem Film steckt, ja kaum von dem Film ablesen kann. Also gab es da irgendwas so wie eine Vorgabe, dass man gesagt hat, wenigstens der Film soll über Harburg sein? Das ist ja wohl klar, ne? Oder? Nein, das wurde gar nicht gesagt, sondern einfach einmal die überhaupt von Harburg ist ja relativ wenig zu sehen. Es ist ja nur das Gebiet um den Schwarzen Berg rum. Mhm. Das ist eigentlich das Einzige hinten, um den Berg rum. Dann ein Wieso heißt denn dieser Berg eigentlich Schwarzer Berg? Ist ja auch ungewöhnlich, oder? Keine Ahnung. Aber ich kann mir das erlauben, es nicht zu wissen. Ich komme aus der Schweiz und da haben wir richtige Berge. Ne? Also von der Seite weiß ich nicht, wie das da hinkommt. Aber auf jeden Fall ist ja auch alles sehr schwarz, sagen wir mal. Ja. Waren denn so eine Exi-Frau, so wie man sagen würde? Also die Exis waren ja in Hamburg diese Leute, die immer mit den schwarzen Rollkragenpullis so rumliefen und immer schlecht gelaunt waren. Und nee, war ja gar nicht. Meine, okay, farbenfreudig habe ich sie eigentlich nie gesehen, was Klamotten angeht. Da hat sie immer so gedeckte Töne gehabt und sonst lange Mäntel. Aber mit sonst, würde ich sagen, heute würde man sagen Ghost oder in diese Richtung, also überhaupt nicht. Aber Sie waren ein bisschen Beatles-Fan auch, ne? Oder? Ja, Musik-Fan drum und ja, das sowieso. Das war sie ja. Das war sie. Aber das sind so auf ihre Sachen, das, wie soll ich jetzt sagen, mit dem Film oder mit Entstehung hat das eigentlich alles nichts zu tun gehabt, sondern sie wollte, ich kenne auch die Geschichte nicht, ob es überhaupt Aufzeichnungen gibt. Denn wenn ich so ein Objekt angehe, mache ich mir irgendwelche Notizen. Mhm. Oder auch von den Reihenfolgen, respektive die Abhandlungen mit diesen Sequenzen, mit der Musik alleine, diese Dredelung, die da kam, also mit dieser Originalmusik. Und man hört ja den Ton an, also das ist nicht gerade erste Qualität, was da rauskommt. Aber was dann im Studio gemacht wurde, ja, diese klassische Musik, respektive dann Hannes Eigenkompositionen, die da zusammengeschnitten wurden. Also das entzieht sich meiner Kenntnis, da habe ich null Wissen, auch null Erfahrung. Was ja sehr schön ist, ist, dass man in dem Film Musik hört, eben von Hanne komponierte, im Prinzip Orgelmusik, die aber da so elektronisch wiedergegeben ist. Thank you.
Viele Leute denken darüber nach, was war eigentlich mit dieser Konzeptkünstlerin los, die in Hamburg-Harburg lebte und die eigentlich keiner kannte. Wie hat sie denn eigentlich komponiert? Also diese Musik, die Hanne geschrieben hat oder komponiert hat, ist ja aus ihrer Arbeit entstanden durch diese Zahlen. Denn sie war ja 2 Jahre in New York, das war 66 bis 68. Und da hat sie, glaube ich, wie sie mir erzählt hatte, dieses eine Plakat, also das Jahrhundert zahlenmäßig dargestellt. Da fing sie an, solche Konzeptionen aufzuzeichnen. Und das hat sie dann weiterentwickelt, dass sie nachher aus ihren Zahlen oder Numerologien, was sie auf Blätter hatte, dann auch vertont hatte. Das heißt, jeder Ton hat dann irgendwo eine bestimmte Zahl von einer bestimmten Tonart, dementsprechend gab dann irgendwo einen bestimmten Ton. Es gab so einen Notenstecher, wie ich ihn nenne, der hat dann diese Zahlen umgemünzt in Noten, hat dann Notenblätter geschrieben. Und die wurden dann hinterher intoniert und deswegen, das waren dann Aufführungen. Du warst Teil von Hannes Factory, könnte man sagen. Ne? Da genau, Hanne hatte eine bestimmte Anzahl von Leuten, die ihr zugearbeitet haben. Da gab es auch eine Arbeit, die nannte sich auch Coworker. Und da waren, glaube ich, 8 oder 9 Menschen mit ihr zusammen. Und ich war auch eigentlich, wie ich es nenne, für mich, ich war für Hanne, der reich mir, hol mir, bring mir. Ne, so braucht man irgendwo, ich kannte mich aus. Und sie war froh, dass es immer funktioniert hat. Wir hatten Vertrauen, dass er über die Jahre gewachsen ist.
Und wenn sie was nicht wusste oder so, hat sie ihn gefragt. Stopp, wir wollen jetzt noch mal wissen, wer Hanne eigentlich genau war. Also ich selber habe damit meine Schwierigkeiten, weil ich Hanne ein bisschen kannte, teils als Filmvorführer. Ich habe damals diesen interessanten Film in der Kunsthochschule einmal vorgeführt, dabei ist er mir gerissen. So, dann habe ich manches irgendwie ein bisschen verdrängt oder vergessen und das kommt jetzt langsam wieder. Und ich kann mich auch erinnern, dass einmal Christo und Jean-Claude nach Hamburg kamen, hier ins Thalia-Theater, um ihr neues Projekt vorzustellen, The Gates in New York. Da sollte im Central Park so ein Kunstprojekt gemacht werden. Und das waren ja Weltkünstler. Also, oder Christo ist ja immer noch aktiv und Jean-Claude leider gestorben, auch im gleichen Jahr wie Hanne, 2009. Aber diese Weltkünstler kamen ja auch zu Hanne nach Harburg in dieses abgelegene Bauernhaus und haben sie da besucht. Hast du das mal so miterlebt? Nein. Und zwar, wenn Hanne Leute eingeladen hat oder überhaupt, wenn sie sich mit Leuten getroffen hat, dann war das immer nur eben Treffs mit denen, das war vorher bestimmt. Das heißt, wenn ich bei Hanne war, das waren bestimmte Zeiten, da hat man pünktlich zu sein, das war noch die alte Garde, war auch Hanne so, was man eigentlich Künstler meistens sagt, Halligalli. Ne, die also Zeit. Kein akademisches Viertel? nicht mal das, nein, also bei Hanne hat man immer pünktlich zu sein, das war sie ja auch. Und das hat auch gut funktioniert. Das ist aber sehr untypisch für jemanden, der an der Hamburger Kunsthochschule studiert hat. Sagen wir das mal. Ist sowieso Kunst und die Pünktlichkeit. So, das kommst du heute nicht, kommst du morgen oder irgendwie noch ein paar Stunden später. Ja. Nee, das gab es also bei Hanne nicht. Das funktioniert da immer. Und wenn dann jetzt der Termin plötzlich zu lange wurde, sie hat eine gewisse Zeit reserviert, was man zu besprechen hatte. Und wenn die dann abgelaufen war, hat sie gesagt, so Berts. Und Hanne hatte so einen eigenen Alle. Leute, Kontaktleute immer beim Vornamen zu, beim Nachnamen zu nennen. Also die Coworker auch? Alle Coworker hießen bei ihr nur mit dem Nachnamen. So, ich bin nicht mit Bernhard oder sowas, einfach du Berts. Ne? Du Berts, Berts? Ja, du oder Berts, du kannst du, Berts, hör mal, Berts. Ne? Und das ging immer so. Das war mit Rese und auch mit den anderen dasselbe. Und dann hatte man zu gehen. Also ich gesagt, so Berts, du musst jetzt gehen. Und dann haben wir seine Sachen gepackt, ist wieder gegangen, der nächste kam. Das heißt, das gab es höchstens auf Festen, aber da war ja klar, dass man dann zusammenkam. Aber sonst Leute getroffen, es war immer nur sauber getrennt. Wenn jemand kam, hat man gleich wieder die Sachen gepackt und hat dann gesagt, okay, jetzt ist der nächste dran, mein Termin ist durch. Ja, und das hat sich auch immer sauber durchgezogen. Das war auch ein schönes Arbeiten von der Seite. Das heißt also zutiefst professionell? Ja, ja. Das auch Hanne, wenn es um Geldsachen ging, wenn es um größere Arbeiten ging, die kalkuliert werden mussten, sagt man ja auch, meine, das mag vielleicht ein Klischee sein oder weiß es nicht, woher das kommt. Nur Hanne war auch eine Künstlerin, aber die auch Kauffrau war. Also wenn Objekte kalkuliert wurden, dann wurde geguckt, ist das Geld da, stimmt das, passt das in Rahmen, dann gab es ein Go, dann wurde das gemacht. Und wenn die Arbeit abgeliefert wurde, dann musste ich selbst eine Überweisung ausfüllen. Hanne hat keine Überweisung ausgefüllt, dann durfte ich mir mein eigenes, die Rechnung, die ich dann meistens mit hatte, gleich selber ausfüllen, zur Bank bringen. Also das war immer eine saubere, glatte Geschichte. Da gab es nicht, wir haben kein Geld oder warten oder habe ich überwiesen. Sondern das war alles immer klipp und klar. Und das war auch Hanne, das war eine Frau, die war gerade durch. Es wird ja meiner Meinung nach insgesamt so ein bisschen eine Missgunst nach wie vor geschürt, dass man sagt, ja gut, die Hanne da Boven, die hatte das ja nun so leicht, weil sie kam eben aus dieser Kaffeerösterfamilie. Gleichzeitig ist es ja so, dass diese Familie auch sehr immer geguckt hat, irgendwie mit, also zum Beispiel als Hanne in New York gelebt hat, also kann ich mich auch erinnern, dass sie sowas erzählt hat, dass die Zeiten doch sehr hart waren. Also sie konnte sich gerade mal ihren Nescafé kaufen und dann hat sie sich mal einen Burger gekauft, aber eigentlich hat sie da echt sehr hart gelebt und ist auch gerne mal ins Kino gegangen. Also so wie ich mich erinnere, auch in das Anthology Film Archive, da musste man natürlich nicht viel bezahlen, um so Experimentalfilme zu gucken. Das war meistens so eine Goodwill-Aktion. Das war jetzt nicht teuer, aber sie hat wirklich alles gespart und sie hat auch Bilder, die heute Millionen wert wären, an die Straße gestellt. Weil als sie nach New York, nach der schönen New York-Zeit wieder zurück musste, nach Hamburg, weil ihr Vater krank war, konnte sie nicht alles mitnehmen und sie hat die Sachen einfach rausgestellt. Das wäre heute also ein Vermögen wert. Nur ich weiß eben, dass Hahn wirklich spartanisch gelebt hat, auch in der Familie. Kontakt nach außen hin und Urlaub gab es eigentlich nie bei ihr. Das Einzige, ich weiß, dass sie mit ihrer Mutter nach Dänemark
in Urlaub gefahren ist. Ihre Mutter war ja Dänin. Mhm. Und da war eine sehr enge Bindung zwischen beiden. Aber sonst in der Familie selber hat sie sich isoliert, durch ihre Arbeit auch. Mhm. Und sie wohnte da auf ihrem Burgberg. Sie hat geraucht. Und das also richtig massig. Und das war auch das Schöne für mich, weil ich auch sehr viel geraucht habe. Wir hatten also unsere Qualmstunden. Das hat aber keinen gestört. Das war auch angenehm. Aber sie hat geraucht und dann hat sie, oder abends, wenn man dann, oder wenn es mal länger wurde, meinte sie, jetzt können wir einen Sekt trinken, dann haben wir ein Glas Sekt getrunken. Hm. Aber sonst mit groß ausgehen, mit Essen gehen oder die Stadt oder sonst was, das war überhaupt nicht ihre Welt. Auch wenn von der Familie an dann nach Sylt ging, da ihren Bekanntenkreis hatten, da hat sich Hanne immer irgendwo rausgenommen, die war auch nie dabei. Also das war spartanisch. Auch das Leben von zu Hause, da war kein in ihrer Umgebung so kein Luxus. Ihre Arbeit, was sie gesammelt hat. Thank you.
Ich kenne nur einen Ausdruck von Hanne, was ich immer sagte: Bert, die Kunstszene ist eine ganz schöne Mafia. Und die Sachen wurden zum Teil ja ausgeliehen. Das heißt, die Galeristen oder die Museen wollten viel Arbeit haben von ihr. Mhm. Und die, wenn möglich, gratis oder auf ewig. Ne? Dann so Diskussionen habe ich dann so am Rande mal selber mitgekriegt, wenn so Telefonate kamen, die eben ihre Zeit nicht kannten. Denn Hanne durfte man nur von ihren Leuten, nur zu bestimmten Zeiten anrufen, entweder von 9 bis 10 oder dann später hat sich das verlagert, nach Nachmittag. Das waren immer feste Sachen. Das war also... In der Firma würde man sagen, hat nach Stechuhr gearbeitet. Das brauchte man bei ihr nicht, aber das hatte sie alles so im Griff, auch in ihren Tagebüchern. Hanne hat ja nach außen wenig gesprochen. Ich erinnere mich damals, als sie den Edwin Scharf-Preis überreicht bekommen hat. Das war hier im Kunst, ich verwechsel die immer, nicht das Gewerbemuseum, das Kunst. Kunstverein. Im Kunstverein, ja. Mhm. Mit der Kuppel oben, wo die große Ausstellung war. Da haben auch unten war viele. Nee, das ist wiederum die Kunsthalle. Ja, die Kunsthalle. Und oben auch die Harburg-Ausstellung. Richtig, diese Rotunde. Tolle Ausstellung. Ja. Harburg, ja. Auf jeden Fall, da haben viele so Leute eben aus der Kunstszene ihre Vorträge gehalten. Weil Hanne jetzt diesen Preis bekommen hat und ich wundere mich immer, wo die ganzen Kritiker dann ihr Wissen herkriegen, was ich bei welchem Gedanken, welchen Strich gemalt habe oder welchen Bogen ich da im Kopf hatte. Das sind immer so Sachen, wo ich immer ein bisschen ins Grübeln komme. Auf jeden Fall 3, 4 haben gesprochen und der letzte kam dann und jetzt noch Hanne da oben, alle Leute wurden schon unruhig und Hanne geht ans Pult und sagt, geredet wurde genug, wir gehen jetzt nach oben, gucken uns die Arbeit an. Bom, das war Hanne. Und einmal in Stuttgart, das war auch das Tolle, war Kinder dieser Welt, die Ausstellung, hat sie mich eingeladen, war ich mit Hanne da und wir sind dahin und Hanne war eben eine Raucherin. Rauchen gehörte zu ihrem Ding, Hanne ohne Zigarette, es gibt wenige Bilder, wo Hanne keine Zigarette hat, in der Hand hat. Auf jeden Fall, wir kommen da rein, sie steckt sich eine Zigarette an, wir gehen ins Museum und natürlich die ganzen Leute rundherum wie aufgescheuchte Hühner, oh Frau Dabhofen, hier darf man nicht rauchen, wegen Brandgefahr und. Und Hanne dreht sich nur um und sagt, ja wieso, schalten Sie doch einfach die Rauchmelder ab. Ne? Das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung, ja wieso nicht. Und das kann sie, das war Hanne auf jeden Fall Quintessenz. Einer hat dann Aschenbecher gehabt und Hanne konnte rauchen. Ne? Was so parallel, so wie Helmut Schmidt durfte auch überall rauchen. Ne? Ja, und hier ist eben das Tolle, der Fotograf von dem Foto hier, was da auf dem Plakat ist. Ne? Das verdeckt. Hermann Dornhege, der hat gesagt, dieses Foto hat er so gemacht, dass Hanne das Buch festhält, damit sie mal auf einem Bild nicht raucht. Ob schon, auch wenn sie in der Hand hätte, man würde es ja nicht sehen, weil es abgedeckt ist. Ne? Mhm. Aber das war so, Hanne mit dem Rauchen, das war ein auch, ja, das war ebenso. Aber die wirklich schönsten Fotos von Hanne, würde ich sagen, sind bei dir zu finden nach wie vor. Was schätzt du, wie viele Negative hast du von Hanne gemacht? So? Oh ja, okay, man müsste die Reproduktionen abziehen. Also Reproduktionen waren ja zigtausende. Und was jetzt so normale... Du hast ja auch sogar die Tagebücher fotografiert. Die ich, ja, das waren so kleine Taschenkalender. Mhm. Also die normalen Postkartengröße haben die so, ne, schwarz. Und da hatte sie dann immer noch Zettel, wenn sie Notizen gemacht hat. Die Dinge waren teilweise eine Gummibänder so dick. Und da habe ich dann Auftrag gekriegt. Das waren, weiß nicht wie viele, ich glaube, das 30 Bücher oder noch mehr waren, die also im Metallkoffer waren. Da habe ich dann geschenkt mit den Büchern drin. Jedes Buch Seite für Seite umblättern müssen und abfotografieren. War noch auf Kleinbildfotografie gemacht. Das war eine Wahnsinnsarbeit. Mhm. Also eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter gesteinigt hat. Das war eine Sträflingsarbeit. Aber jedes Bild muss immer gleich sein, Einstellung und. Aber das waren eben Konzepte, das sind die Konzepte. Bei Hanne kam dann immer Hannes Satz und keine wurde mehr. Thank you.
Thank you.